Lektion 102. Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und habt ihr noch nicht bemerkt, dass es immer mehr zu bevorzugen ist, glücklich zu sein als traurig? Das ist ein angeborenes Wissen in euch, dass das die Art und Weise ist, für die ihr bestimmt seid. Oder wie ihr gedacht seid. Wenn du glücklich bist, ist alles besser. Dein Leben ist besser. Deine Finanzen fühlen sich besser an. Deine Beziehungen fühlen sich besser an. Deine Meinungen über dich und andere fühlen sich besser an. Wenn du leidest, wenn du opferst, wenn du von der Quelle getrennt bist, so wie du das sagen würdest, dann schaut alles, auf das du schaust, schrecklich aus. Und so ist es ein angeborenes Wissen, dass Glücklichsein dem Traurigsein zu bevorzugen ist. Es ist ein angeborenes Wissen, dass Freiheit dem Gefangensein zu bevorzugen ist. Du musst überhaupt nichts studieren, um das zu wissen. Und das ist so, weil es Gott gegeben ist. Und das ist, weil es natürlich ist, glücklich zu sein. Also wenn du traurig bist, dann wisse, dass du einen Fehler in deinen Gedanken gemacht hast. Du bist nicht sündig, du bist nicht schlecht. Du hast einfach nur einen Fehler in deinen Gedanken gemacht. Also frag dich selbst, welche Gedanken habe ich, die diese Traurigkeit verursachen? Ich habe nicht genug Geld. Dieser Gedanke wird Traurigkeit verursachen. Ich bin nicht attraktiv genug. Dieser Gedanke wird Traurigkeit verursachen. Ich habe keinen Erfolg. Dieser Gedanke wird Traurigkeit verursachen. Und das bedeutet, dass dieser Gedanke nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes für dich ist. Wenn du sagst, ich bin sehr erfolgreich, dann fühlst du dich gut. Und das bedeutet, du bist erfolgreich. Und das ist die Ausrichtung, die du suchst. Es spielt keine Rolle, wie du Erfolg definierst. Es könnte sein, dass deine Idee von Erfolg haben bedeutet, überhaupt gar nichts zu tun den ganzen Tag. Könnte deine Idee von Erfolg sein und der Wille Gottes für dich, wenn das deine Bestimmung ist, eine unproduktive Person zu sein. Und es gibt diejenigen, deren Bestimmung das tatsächlich ist. Das würde dich glücklich machen. Also wenn du durch deinen Tag gehst, dann schau auf die kleinen Sachen, denen du verfallen bist, die dich leiden lassen oder die dein Leiden verursachen. Und die dich traurig machen und sei dir gewahr, dass du neben der Spur bist und dass du für dich die Bedeutung von dieser Sache und diesem Gedanken überprüfen musst oder von dieser Idee. Und in dieser Überprüfung, dann dreh es ein bisschen rum. Schau es von vorne nach hinten an und von oben nach unten. Und schau, welches Statement für dich besser, sich für dich besser anfühlt. Du bist der Meister deines Schiffes. Du bist der, der etwas akzeptiert oder der Gedanken eliminiert. Einige Gedanken benötigen es, ignoriert zu werden und gehen gelassen zu werden. Sie werden sich auflösen und verschwinden. Für andere Gedanken braucht man Aufmerksamkeit, denn sie sind inspirierend und sie verursachen Freude. Und sie bringen dich wieder zu diesem natürlichen Zustand von Glücklichsein zurück, der Wille Gottes für dich ist. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und wir werden uns morgen wiedersehen.